Hey Leute, bisher habe ich das Sigma 14 bis 24 mm, das Sigma 24 bis 70 mm und dann jetzt noch so für zwischendurch einmal eine Festbandbreite Sony 50 mm 1.8. Nur jetzt, wie ihr auch schon bestimmt schon gemerkt habt, fehlt mir noch eine etwas teligere Brennweite. Und da es jetzt so viel Auswahl da gibt, ist mir die Entscheidung wirklich sehr, sehr schwer gefunden. Aber am Ende habe ich jetzt doch mich für ein Objektiv entschieden, worum es in diesem Video geht. Legen wir los. So, was ist jetzt überhaupt mit Tele gemeint? Denn ja, ich weiß, Tele ist ein recht großer Begriff. Man kann jetzt sagen, ja, zum Beispiel im Bereich 70 bis 200 mm. Oder sogar noch drüber, bis 600 mm ein Objektiv, denn das könnte ja vielleicht auch mal spaßig sein. Aber ich habe mir dann am Anfang erstmal so ein typisches 70 bis 200 mm Objektiv dann mal angeguckt. Und da gibt es ja jetzt auch wirklich hier viel Auswahl bei Sony. Zum Beispiel das Sony 70 bis 200 mm mit der Blendenöffnung f4.0. Und das ist dann auch erstmal noch ganz gut. Die erste Version davon ist wirklich günstig, die kostet nämlich nur 870 Euro und das ist für ein Sony-Objektiv wirklich ein Schnapper, kann man wirklich sagen. Aber dann war es mir am Ende dann schon irgendwie doof, so F4. Wenn dann schon 70 bis 200 da, dann muss das auch irgendwie 2.8 sein. So fiel dann also auch dann schon die zweite Version raus, der F4er-Version, die dann auch ja eigentlich sogar Makro konnte. Auch eigentlich ganz nett, aber wie gesagt, 70 bis 200 haben ist für mich ein Porträtobjektiv und da muss dann auch wirklich 2.8 mit dabei sein. Und dann gibt es dann jetzt bei den 2.8er Versionen auch wieder mehrere Auswahl, nämlich Sony, Tamron und Sigma haben wir jetzt hier. Sony mit der 1er und der 2er Version, die 1er Version müssen wir gar nicht erst erwähnen, groß, schwer und zu teuer. Die 2er Version, dafür aber perfekt, wunderbar, nichts mehr zu kritisieren. Dafür aber der Preis von 2700 Euro ist etwas kritisch, wenn man hier als so Hobby-YouTuber hier noch so arbeitet. Und dann kommt man natürlich dann auch noch weiter zu dem Sigma, denn ich hatte ja bisher auch noch Sigma-Objektive und dann denke ich so, ja, cool, Sigma bietet auch eins und das kostet 1550 Euro. Schon mal besser, wenn man sich das Sony da dahingehend anguckt. Aber es gibt noch eine bessere Version, nämlich das Tamron 70 bis 180 mm, wo ich dann jetzt gesagt habe, oh, das ist nur 20 mm kürzer und ich glaube, das kann man wirklich auch mal verkraften. So, am Anfang habe ich auch noch Gedanken drüber gemacht, so, ist das jetzt wirklich so schlimm, wenn man jetzt auf diese 20 mm verzichtet? Ich glaube im Endeffekt nicht, nein, das ist nicht so schlimm. So, wenn man sich dann da jetzt die zweite Version von kaufen würde, würde das Ganze dann auch nur 1390 Euro kosten. Was auch normal noch mal günstiger ist als das Sigma. Und hier hat man Vorteile, dass es auch noch kleiner ist als das Sigma, es ist viel handlicher, was ja bei einem 70 bis 200er manchmal auch schon kritisiert wurde, denn man nimmt es einfach nicht oft mit. Und das Gute bei Tamron ist, sie haben auch noch eine Mark 1 Version, die noch günstiger ist. Das kostet dann nur 880 Euro. So haben wir jetzt schon ein 70 bis 200 mm, 70 bis 180 mm Objektiv für unter 1000 Euro, was sogar eine Blende 2.8 hat. Die einzigen Probleme, die die Mark 1 Version hatte, war halt nur, dass sie erstens keinen Stabilisator eingebaut hatte, was nicht so schlimm ist, denn die Mark 2er Version, die hat auch nicht so einen guten Stabilisator und halt einfach, dass der Autofokus da nicht ganz auf dem heutigen Level ist. Wenn ich jetzt damit irgendwelche Menschen fotografieren würde, die auf mich zugerannt kommen würden, würde das glaube ich da nicht so gut mithalten, wenn ich ja hier meine gute Sony A7 IV habe. Also ich muss sagen, ein 70 bis 200 haben eigentlich für mich das Richtige. Denn, ja, ich meine, das könnte ich am besten gebrauchen. Wenn ich mal irgendwie Eventfotografie mache, zum Beispiel ich bin mal auf einem Tanzball oder was weiß ich, Hochzeiten fotografiere ich, dann wäre diese Brennweite ja eigentlich ideal und vor allem auch mit der Blende 2.8. Nun habe ich mir gedacht, ja, Wildlife könnte doch auch ganz nett sein und da habe ich mich dann auch wieder reingearbeitet. Dann nicht nur in die 70 bis 200er, sondern dann auch noch, wie gesagt, in die Brennweiten von bis 600. Und als ich mir dann die Bilder angeguckt habe, die man dann mit so welchen Objektiven machen kann, da war ich dann nicht mehr zu stoppen. Und hier war die Auswahl dann auf den ersten Blick erstmal eingeschränkter, also einfacher für mich zu entscheiden. Denn es gab erstmal nur das Sigma 150 bis 600 mm, dann das Sony 200 bis 600 mm, was etwas teurer ist, aber dafür halt ein internes Zoom bietet. Oder dann halt noch das Tamron 150 bis 500 mm, wo ich mir bisher immer gesorgt gemacht habe, boah, die 500 mm, das ist eigentlich doof jetzt so 600 mm und vor allem auf 6.7 so 500 mm, das ist doch bestimmt nochmal ein riesiger Unterschied zu 600 mm so, weil alle Objektive haben hier irgendwie ihre eigenen Vorteile. Das Tamron zum Beispiel punktet einfach damit, dass es viel, viel leichter ist als zum Beispiel das Sigma, weil es halt einfach diese 100 mm weniger hat. Das Sigma hingegen bietet die meiste Zoom-Range. Man kann hier von 150 bis 600 mm zoomen. Das ist besser als das Sony, was ja nur von 200 mm zoomen kann. Bei dem Sony war der Vorteil, dass man hier den eigentlich besten Autofokus hat, da es halt beides von Sony kommt und halt auch einfach einen internen Zoom bietet. Trotzdem ist es immer noch das Schwerste von den Ganzen, also Kompaktheit wäre hier jetzt auch kein richtiger Vorteil. Aber zwischenzeitlich bin ich dann auch nochmal irgendwie auf andere Objektive gestoßen, wie zum Beispiel auf ein nettes 100 bis 400 mm Objektiv. Ich dachte mir, ja komm, Stefan Wiesner zum Beispiel, das ist seine Lieblingsbrennweite. Das nutzt er für die Landschaftsfotografie wirklich sehr gerne, weil er damit einfach am flexibelsten ist. Er nutzt kein 70 bis 200er mehr, sondern halt einfach so ein 100 bis 400er mm von Sigma. Habe ich mir auch gedacht, als Landschaft
Landschaftsfotograf, so halb, finde ich das eigentlich auch ganz nett. So, aber nur die Offenblende davon ist halt einfach terrible. Ein Kritikpunkt für mich gewesen. Da es das 100 bis 400 mm ja auch nochmal von Sony gibt und das auch eine viel, viel bessere Offenblende hat, habe ich mir das natürlich auch angeguckt. Der Preis hat mich halt nur wieder ein bisschen abgeschreckt und so wurde das dann am Ende auch wieder nichts. Ihr seht, ich habe wirklich Probleme, die sich andere nur wünschen würden. So, da es jetzt am Ende also so viel Auswahl gab, musste ich mich aber trotzdem irgendwie jetzt auf einen Brennweitenbereich beschränken. Und da habe ich mich jetzt im Endeffekt halt für diesen Wildlife-Bereich entschieden. Das ist dann halt auch so ein Objektiv, wo ich dann halt auch einfach mal, wenn ich Langeweile habe, einfach mal nach draußen gehen kann und einmal mal meine Zeit vertreiben kann mit einer schönen und entspannten Wildlife-Fotografie. Das finde ich für mich interessant. Und so beschränkt sich dann jetzt halt wieder der Bereich zwischen dem Tamron, Sigma und Sony. Und ich würde sagen, jetzt lasse ich euch auch nicht mehr lange drum warten. Ich habe mir das Tamron 150 bis 500 mm gekauft. Guckt euch nur mal dieses Prachtstück an hier. Das sieht doch einfach nur grandios aus, ey, das ist Hammer. So, wieso habe ich mich jetzt unbedingt für das Tamron entschieden? Was hat jetzt den ausschlaggebenden Grund dafür gegeben, wieso es jetzt unbedingt das Tamron sein sollte, obwohl es ja diese 100 mm weniger Brennweite am teligeren Ende hat, weil hat mich ja schon irgendwie gestört. Wie ich ja gerade auch schon erwähnt habe, ist Offenblende für mich ein wichtiges Kriterium. So habe ich dann jetzt auch nicht nur geguckt, was jetzt so die beste Offenblende bei Weitwinkel und Tele ist. Ich habe mir auch angeguckt, wieso das zwischendurch ist, wie dann die Blenden sich ändern, wenn man halt zoomt. Und das war bei einem Tamron, wie man in dieser Anzeige hier jetzt sehen kann, am besten. Das Tamron konnte diese Blenden halten, wo dann schon die anderen Objektive schon abgeblendet haben. Und das Einzige, was dann halt hier jetzt doof aussieht, ist die Offenblende von 6.7 am 500 mm Ende. Und dann denkt man halt einfach, das ist voll das schlechte Objektiv, weil es halt einfach schon irgendwie so unoffenblendig ist. Aber das stimmt halt eigentlich gar nicht. Zwischendurch ist es nämlich eigentlich das Offenblendigste. Kann am besten eine Offenblende halten, nur halt eben an dem 500 mm Ende nicht. Dann nächster Punkt, das Gewicht und die Größe. Denn das ist ja auch irgendwie ein Argument, wenn man Wildlife-Fotografie macht. Also ich muss sagen, dieses Objektiv hier ist schon eine Hausgröße groß. Also es ist schon schwerer als mein 24 bis 70 mm, das kann ich sagen. Aber wenn man das mal im Vergleich zu dem Sigma 150 bis 600 mm anguckt, dann kann man sagen, das ist schon nochmal mit einem richtig großen Abstand das leichteste von den ganzen Objektiven und vor allem zu dem Sony 200 bis 600 mm. Ein Punkt, was mich auch von dem Sigma 150 bis 600 mm so ein bisschen abgeturnt hat, war aber auch, dass das Sigma nicht so guten Autofokus hatte. Das war zwar von der Brennweite her super, nur das Tamron war auf dem gleichen Level wie das Sony. Das hatte ungefähr die gleiche Trefferquote, aber das Sigma hat halt einfach einen älteren Autofokus, was halt so für schnelle Fotografie nicht so geeignet ist. So, und zu diesen ganzen Vorteilen kommt dann jetzt auch noch dann das Argument hinzu, dass das Tamron jedenfalls bei uns in Deutschland, da wo ich jedenfalls wohne, das günstigste von den ganzen Objektiven ist. Ich meine, bis vor einer kurzen Weile wollte ich mir noch das Sigma 150 bis 600 mm kaufen, denn ich habe mal auf die Idealo gesehen, in diesen Preischarts da, in dieser Preisliste, dass es mal eine ganz schön lange Zeit bei 1250 Euro war. Wenn es diesen Preis in den letzten Monaten angenommen hätte, hätte ich mir das direkt so gekauft, nur es wurde nicht günstiger. Es ist in den letzten Wochen und Monaten immer auf 1400 Euro gewesen und wenn es mal ein bisschen günstiger war, war es bei 1350 Euro. Aber das ist immer noch viel, viel teurer als das Tamron. Das Sony, muss man gar nicht jetzt drüber reden, das ist bei 1500 Euro, also noch teurer als alles andere, war irgendwie von Anfang an irgendwie raus. Das war für mich insgesamt keine Option. Und das Tamron hatte irgendwie in der gesamten Zeit, wo ich warten musste, einen Preis von ungefähr 1000 Euro. Jetzt momentan kostet es 1028 Euro, wo ich mir denke, what? Das ist ein Objektiv, was eigentlich sogar besser ist als die anderen und nur weil es halt diese 600 mm am Ende nicht hat, ist es halt so unbeliebt, dass es halt viel, viel günstiger ist. Ja, und so musste ich halt einfach zuschlagen. Und ich muss sagen, die bisherigen Fotos, die ich damit machen konnte, ich bin wirklich damit zufrieden. Also das gibt echt Hammerfotos. Ich blende euch jetzt mal die Fotos ein, die ich bisher da schon mitgemacht habe. Also da kann ich nur sagen, ja, komm, dann verzichte ich auf diese letzten 100 mm und nimm dann dieses geile Tamron, was alles andere dann besser kann als das Sigma. Ich muss sagen, in der Wildlife-Fotografie, da ist wirklich jedes bisschen mehr Zoomen wirklich wichtig. Ich habe letztens versucht, Hasen zu fotografieren. Drama, wirklich, muss ich sagen. Ich lag da anderthalb Stunden im Gras und habe gehofft, dass die Tiere irgendwie ein bisschen näher zu mir kommen. Nee, nein, das wird nichts. Also da brauchst du schon längere Brennweite für. Deswegen würde ich auch hier sagen, ja, hier ist es vorteilhaft, noch eine Kamera zu haben, die mehr Megapixel hat, wie zum Beispiel die Sony A7 R5. Das wäre schon vorteilhaft. Aber ich glaube auch, damit kommt man aus, denn die guten Bilder, die kommen ja auch zustande, wenn man dann die Tiere etwas näher kommt und dann nicht nur immer reinkroppt. Ich werde damit zurechtkommen. Auch vor allem, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Erfahrung sammle, dann werden die Tiere schon irgendwie näher zu mir kommen. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Das bin ich als Fotograf schuld, wenn ich halt einfach zu weit weg bin, das kriege ich noch irgendwie hin. Tiere von weit weg zu fotografieren, das kann jeder. Das ist nichts Besonderes. Ich möchte es auch schaffen, Tiere zu fotografieren, denen auch etwas näher zur Kamera sind. So, habt ihr eins von den genannten Objektiven? Und ja, wenn, warum? Welche ausschlaggebenden Argumente haben euch dafür geführt, dieses Objektiv zu kaufen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mich würde es wirklich sehr interessieren. Das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.